So, meine Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Torchlight 2. Ja, mal wieder ein Part und heute sind wir nicht allein. Heute haben wir einen, der mitkommentiert und ja. Ja, hey, Cody ist am Start und jetzt geht's richtig ab und zwar in Torchlight 2, meine Freunde. Mit dem Blaster Babü. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Und dann fangen wir an zu zocken. Ich sehe es leider nicht, was du für geile Action im Hintergrund laufen hast oder gerade aufnimmst, aber du kannst mir ein bisschen was davon erzählen. Ja, also ich war gerade in so einem Dungeon, da bin ich verreckt, jetzt bin ich erstmal wieder in der Stadt und überlege jetzt, wo ich als nächstes hingehe, ob ich den Dungeon nochmal versuche und das Risiko nochmal zu verrecken eingehen will oder nicht. Ich gehe jetzt hier einfach mal einen Weg entlang und dann schauen wir mal, wie das alles so läuft. Gut, auf jeden Fall bei dem Spiel, die Ladezustände sind manchmal extrem heftig, aber es ist grenzwertig, aber lässt sich noch aushalten. Wir sind jetzt hier im Pfad der verehrten Toten und ich hatte letztens ein Level Up, da kann ich hier meinen Charakter ein bisschen hochscalen und das mache ich immer gleichmäßig. Stärke, Geschick, Fokus und Vitalität gibt's. Okay. Obwohl ich Fokus jetzt nicht unbedingt so gerne. Was macht Fokus? Fokus erhöht Mana und alle Elementarschäden. Außerdem die Chance, mit beiden Händen gleichzeitig zu schlagen, dann macht das mehr Schaden. Ja, und hier bin ich jetzt und da stehen auch ein paar Leute von mir. Hört man mich eigentlich ganz gut, weil ich habe Mikrofon neu und passt. Muss ich immer noch ein bisschen mit den Einstellungen rumschrauben. Ja, das ist in Ordnung. Ja, gut. Ja, und bei Torchlight ist das Problem, das Inventar wird extrem schnell voll. Da hat man vieles, was man nicht unbedingt schnell wegwerfen kann. Beziehungsweise ich habe mich damit noch nicht so befasst und da muss ich jetzt mal schauen, wie wir das Problem geregelt kriegen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich erstmal noch Platz im Inventar. Kannst du eigentlich auch so Rucksäcke oder sowas einsammeln? Geht das? Dass du mehr Platz dann hast? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kann ich das irgendwie. Ich habe so einen Mitläufer. Ich habe so einen Partner, das ist hier so ein kleiner Hund, so ein Doggy. Und ach, der trägt für dich alles, oder wie? Ja, ich weiß noch nicht, wie ich ihm Sachen gebe. Also ist aber auch erst der fünfte Part oder so. Ich muss da mich langsam rein. Aber noch ist es kein Problem hier. Ja. Fähigkeiten kann ich nochmal skillen. Da skill ich immer auf Magma-Speer. Aha. So, gehen wir mal ins Inventar. Und dieser Hund, kann der für dich kämpfen oder der läuft der einfach mit, nur? Achso, das ist cool. Aber wenn der wenig Leben hat, dann rennt der weg. Keine Ahnung. Hundi-Action. Genau. Joa. So. Alter Schwede, gut. Dann gehen wir hier mal lang. Alter, der Dungeon, ich hasse ihn. Man kann aber, man kann zu den Gegnern direkt hingehen und dann auch im Nahkampf ein bisschen was machen. Aber, wenn da viele sind, dann schlagen die jetzt alle auf einen ein. Da ist man schneller weg, als man gucken kann. Muss man sich halt immer gut überlegen. So. Und findest du es besser als Diablo 3 oder? Deutlich. Allgemein als Diablo? Deutlich, deutlich. Allein schon ist es billiger. Es kostet so 20 Euro im Laden und Diablo 40 und ich finde das Spiel, dann finde ich es auch noch besser als Diablo und vielleicht leicht gut, aber der Preis macht das Ganze halt zum Halbpreis gleich geiles Spiel. Ja. Also gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man schon mal sagen. Ja. Und ich sehe hier auch ein paar Screenshots von dem Spiel. Sieht gar nicht mal so schlecht aus von der Grafik her. Nö. Ja, sieht eigentlich schon fast wie Diablo 3 aus, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, ich zocke ja jetzt auch nicht Diablo 3 oder so, aber es kommt denen wirklich sehr ähnlich. Ja, ich spiele eigentlich auch nicht solche Spiele so oft, aber beim Angebot dachte ich, ach, mal schauen. Ja. So. Und? Wie weißt du? Ich bin jetzt in diesem Dungeon, aber noch ziemlich weit hinten, also noch lange nicht da, wo ich gestorben bin.
Mani habe ich genug. Ich könnte eigentlich mal Mana-Tränke und so kaufen, aber Mana lädt sich relativ schnell auf und Lebenstränke habe ich genug und verspare ich lieber noch ein bisschen, solange es noch geht. Oh, hier und wo bist du ungefähr gestorben? War das ein Endboss oder so ein kleiner Boss? Stimmt, das war ein Endboss. Okay. Aber der war sau heftig, das. Und das vor allen Dingen, das kennt man aus vielen Spielen, so ein großer Gegner und nebenbei lauter Kleine, wo man die ganze Zeit rumrennen muss. Ja, das ist mies. Ja, das ist mies. Nervt. So. Aber immerhin hast du ja einen kleinen Begleiter, der dir hilft. Genau. Ist das schon mal etwas. Ja, das ist ganz witzig. So. Du bist nicht so der RPG-Fan, ne? So Gothic Rhythm. Nee, eigentlich nicht. Also Diablo 3 fand ich jetzt nicht schlecht. Also ich hab's mal gesehen. Würde ich vielleicht irgendwann auch mal zocken. So ein bisschen anzocken oder so, aber jetzt solche Spiele spiele ich eigentlich selten. Hm, nicht so deins. Hey, ja, also ich meine, ich kenne jetzt auch nicht wirklich gute RPGs, das ist das Problem. Also naja. Diablo 3 ist jetzt das größte oder beste, was ich jetzt von diesen Spielen kenne. Deswegen. Ja. Ist, also ich bin, also Gothic hat mich, also Gothic habe ich mir mal geholt, den zweiten Teil mache ich auch. Also es ist, am Anfang denkt man so, ach, altes Spiel, das ist ganz nett, aber jetzt nicht unbedingt so das, was man auf Dauer, wenn man jetzt nicht so der RPG-Fan ist und das vor allen Dingen noch nie so was gespielt hat, aber dann, ja, auf Dauer, wenn man die Story und so und wenn man durch die riesige Map geht und man dann immer also viele Sachen entdeckt, das bockt schon. Hm. Naja, was mir halt ganz gut gefallen hat, das war mal ein Spiel für die PlayStation 2. Das war hier auch so ähnlich wie Torchlight. Nur ein bisschen mehr, noch mehr Ritter, mittelalterlich und ja, mehr so Ritter, sag ich mal, so Krieger. Und halt auch ein bisschen. Wenn ich jetzt das hier sehe, ist es ja ziemlich bunt und ein bisschen realistischer, auch wenn jetzt die Grafik von damals natürlich schlechter war. Ja. Aber das fand ich schon nicht schlecht. Diablo 2 fand ich abgesehen von der Grafik hier auch schon ganz nice. Aber die Grafik macht es auch nicht immer unbedingt aus. Ja. Also durch die Grafik macht es ein Spiel interessanter, würde ich mal so sagen. Aber wenn man ein Spiel auf Dauer spielt, so ein Spiel mit schlechter Grafik und ein Spiel auf guter Grafik, ja, das ist der erste Eindruck bei dem mit guter Grafik vielleicht besser, aber wenn das Spiel allgemein scheiße ist, irgendwann wird einem das Spiel mit schlechter Grafik vielleicht besser gefallen. Genau so ist es. Also was mir dann ein bisschen mehr zusagt, sind so MMOG-Spiele, aber halt. Das letzte, was ich gespielt habe, war World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Okay. Das war ziemlich cool. Okay. Aber danach habe ich leider auch keine MMOGs mehr so gespielt. Neverwinter hast du dir auch nicht reingezogen, ne? Nee. Nee, das habe ich mir auch noch nicht gut. Ist ja free to play, was spricht dagegen? Mal angucken, aber. Es ist halt immer Speicher, Installation, anmelden, wenn man weder Zeit noch Lust drauf hat, lass ich es auch erstmal. Naja, das Problem bei den Free-to-Play ist ja, dass du immer irgendwelche Sachen dazu kaufen kannst und genau. Deine Gegner sind am meisten stärker, weil die sich eben das Zeug kaufen und du halt nicht und das ist irgendwie mies, finde ich. Genau, dann wollen die, dass man was kauft und dann Geld geil und das ist ein Trick, einfach gratis machen und dann, ja. Gut, man muss jetzt nicht sagen, dass es unbedingt geldgeil ist. Die wollen natürlich auch Geld verdienen, aber das ist keine gute Art, sag ich mal. Ja, das ist Geld zu verdienen. Entweder Leute werden davon schon süchtig oder machen's, oder manche verscheuchen sie damit, spielen's kurz und dann wieder nicht mehr. Sagst du, wenn du beim Endboss bist? Jo. Okay.
Ich habe hier gerade mal so rangescrollt in eine ganz andere Perspektive. Das ist ganz witzig, Das ist aber ganz anders. Das fühlt ja. sich schon ganz schön komisch an, finde ich. Aber schwieriger, deutlich schwieriger, weil man dann den Weg nicht so leicht sieht. Das ist bei mir auch so, wenn ich zum Beispiel so ein Strategiespiel spiele, wie Company of Heroes oder so, und ich dann in eine andere Sicht wechsle, dann sieht das für mich komplett anders aus irgendwie. Ich komme da gar nicht mehr zurecht. Ja. Ja. Das ist schon komisch. Magic ist das. Ja. Ich hoffe, dass dieser Part in 720p ist, weil bei mir waren die ersten Parts 480p, weil ich spiele das Ganze im Fenstermodus. Kann ich leicht minimieren und so. Und dann wähle ich bei Bandicam, also beim Aufnahmeprogramm, den Bereich. Und dann, es ist halt, muss ich, und es ist gerade mal so, das Fenster ist so groß, man kann es nicht so leicht vergrößern. Und da muss ich das gerade so genau hinquetschen, aber es lässt sich ganz gut lösen. Ich weiß eben nicht mehr das Format, das ich im letzten Part benutzt habe, Okay. aber wird schon. Auch Ja. es war gutes 480p, kann man sich Es jetzt wird sagen. schon. Ja. Es kann nur besser werden. Ja. Okay, ich musste gerade zurückgehen und warten, bis sich mein Mana auflädt. Okay. So. Und was ist eigentlich die Story hinter Torchlight 2? Weißt du das ungefähr? Ja, die Stadt heißt irgendwie, oder das Land Torchlight oder so. Man ist in Torchlight und es werden halt, kommen halt seltsame Kreaturen, dann muss man halt die bekämpfen. Ich habe Krass. nicht genug. Aber die Story ist jetzt mehr so am Rande. Ja. Okay. Ja, ich muss mal wieder mein Inventar leeren. Ich kann hier nämlich nichts mehr aussammeln. Hier ist eine geile Waffe. So. Kannst du eigentlich auch so Fackeln oder sowas machen? Wie in Minecraft? Geht das? Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hast du schon mal Don't Starve gespielt? Dieses neue Spiel da? Nee, leider nicht. Das habe ich mir mal. Es ist ganz witzig. Es hat was von Minecraft mit rumlaufen, Sachen sammeln, die Nacht überleben und so. Das hat was, aber es wird relativ schnell langweilig, weil es so ein Survival Game wird. Wird da, was weiß ich, überlebst du 12 Tage, bist du tot, fängst von vorne an, kriegst Ah, aber das ist EP, blöd. neue Charaktere. Ja, das ist halt so kein Game, was man Ewigkeiten spielen kann, aber es ist halt auch nicht so teuer. Und ich habe das ich mal Let's Play, da bin ich schnell gestorben, 3 Parts lang hat es gedauert. Und da kommt, wenn ich wieder mehr Zeit habe, Ferien, dann kommt eine zweite Staffel. Okay. Also ist das Ganze so ein bisschen wie dieses Zombie-Spiel, wie heißt das nochmal? Wo man auch so in der Wildnis rumläuft und auch überleben muss und wenn man stirbt, fängt man auch wieder von vorne an. Ist halt online. So ein Multiplayer. Weiß gar nicht, Ja. wie das heißt. Ja. Da sind wir auch schon erstmal am Ende des Parts. Wir können aber gleich noch einen aufnehmen. Okay, mir ist das egal. Wir Jo. können so lange durchzocken, wie wir wollen. Also, meiner Meinung nach, ja, bis morgen Ja. früh. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dann bis zum Ja, nächsten Mal. wir sehen uns Ciao. in der nächsten Folge. Ciao.